The Old Tree. Kann ich das jetzt schon machen? Ich mache es jetzt schon mal. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ebenfalls gut und Aloha. Und wir spielen heute ein Spiel, was wohl creepy sein soll. Also das hat man mir geschickt. Es gehört nicht zur Reihe creepy, auch wenn ich jetzt creepy gesagt habe. Ja. Wie gesagt, es soll auf jeden Fall verrückt sein. What the fuck ist das? Kann ich jetzt hier laufen? Irgendwie? Okay. Also muss ich ja gar nichts mehr machen. Ich muss nur was mit der Maus machen. Okay, das ist auch komisch. Das heißt, wir können hier. Was soll ich da machen? Hä, was ist das? Das ist so komisch. Ich glaube, das ist eher so ein storyartiges Spiel. Ich kenne das Spiel null. Ich habe das erste Mal gesehen und einfach gesagt, du musst das einmal spielen. Oh shit. Muss ich hier irgendwas machen? Verstehe. Ich muss das machen, oder? Hallo. Kommst du bitte hier hin? Guck mal. Hey, nein, hier zur Spinne, oder? Was ist das überhaupt? Das ist keine Spinne. Oder muss ich das woanders hin knallen, klatschen? Oh! Das war richtig. Gut. Dann vielleicht das hier. Ich verstehe den Sinn des Spiels nicht. Keine Ahnung, aber. Ich weiß auch nicht, was. Ich check gar nichts. Ich finde die Musik creepy. Ah! Bitte muss ich. Ey! Ich weiß nicht, hilft das? Warum ist hier? Oh?
Was sollen wir machen? What? Einen Moment. So. Ja. Weiß nicht. Wir beginnen mal hier. Hä? Ach so. It works. Gut. Und jetzt? Hä? What the fuck? Was ist das jetzt hier? Ich bin verwirrt. Really? Das Ding könnte man aufmachen. Ah. Okay. Oh. Irgendwas ist hier gerade bei mir im Zimmer runtergefallen. Also creepy ist es schon ein bisschen. Muss ich zugeben. Kann es sein, dass wir Angst im Dunkeln haben oder so? Also in dem Spiel hier. Oh mein Gott, was ist das? Wir werden so gebammt. Shit. Hä, was hab ich da? Ich hab grad was gefunden. Keine Ahnung, irgendwas ist da runtergefallen. Hier so ein Ding. Okay, ich mach dann jetzt einfach so. It works. Gut. Ja, wie gesagt, ihr seht gerade, es ist ein kleines Spiel. Ich mach ja im Moment, möchte ich ja sehr viel creepy machen. Und wenn Spiele kommen, dann kommen wirklich so richtige kleine Minigames. Ja. Weil, wie gesagt, nicht nur, weil ich meine alte Grafikkarte hier habe, sondern... Oh, shit! Wir werden zerfleischt. Ah, na gut, doch nicht. Ja. Ach, gut, okay. Wie gesagt, werden kleine Minigames kommen. Es liegt nicht daran, wegen der Grafikkarte. Also wegen meiner alten, hier, die hier noch drin ist. Keine Ahnung. Ich habe nicht so wirklich Lust so auf große Games. Erst wenn wirklich, wenn ich mein, ich sag ja, mein PC hab, den Rechner, den ich mir ja jetzt besorgen wollte. Ihr kennt die Geschichte ja. Ja. So. Okay. Was jetzt? Thank you.
Das ist richtig. Hey, ich check nix. Ich check gar nix. Karotte. Darf sie das nicht kaputt machen? Ah, du blöde. Boah, das war so klar. Okay, ich check es, ich check es. Wie gesagt, und ja. Weiß ich nicht. Was mir auch wieder aufgefallen ist, so, ich habe wieder creepy weitergemacht und jetzt komme ich auf die 80 Abonnenten langsam zu und das freut mich einfach mega. Ich krieg sau coole einfach Kommentare. Ich möchte das einfach. Ah, gut, okay. Aber ein fettes Dankeschön, das ist echt mega. Ja. Ach genau, was ich euch noch sagen wollte. Privat zocke ich ja auch Spiele. Das heißt, ich werde nicht mehr große aufnehmen. Okay. Ich werde keine großen Games mehr aufnehmen. Ich werde aber große Games privat noch zocken. Das heißt, ich könnte vielleicht auch mal bei Creepy so eine Reihe einführen, wo ich irgendwie darüber talke oder so. Einfach gucken. Ich habe ja. Also bei Limbo wärst du tot. Und auch bei Inside. Du gehst jetzt auf die Tür zu? Ach, das kann nicht gut sein. Irgendwas wird am Ende des Spiels passieren, was bestimmt wieder voll traurig wird. Ganz kurz. So, jetzt aber hier. Normalerweise mache ich sowas nicht mit dem Handy. Aber es war gerade so ein kleiner Notfall. Oh, schon. Ah! Okay. Ich habe meine Tasten. Meine Hände. Meine Tasten. Ich habe meine Tatzen. Ich habe meine Finger auf WASD. Ich weiß nicht wieso. Genau, für Creepy bin ich gerade auch so viel wieder am Machen. Im Hintergrund laufen gerade Sachen. Ich überlege, die zu zeigen, aber nein, das ist alles noch top secret. Es wird, Leute, es wird und das freut mich mega. Und wir müssen das aufdrehen, oder? Ja. Sonst wird's ja nicht gehen, Tape One. Okay. Okay, auch immer, was es gerade für einen Sinn hat. Da kommt kein Wasser. Ich weiß ja, für was wir das Wasser brauchen. Okay, alles klar.
Super. Hätten wir das auch geschafft. So. Das beansprucht etwas Zeit, das Spiel, glaube ich. Deswegen haben wir Zeit für eine Seilstange. Sehr lecker. Angenehm gewesen. Ah, das war ein ekelhaftes Geräusch. Was war das jetzt? War da irgendwas in der Mitte gespannt? Gut, dann haben wir Zeit für noch eine Salzstange, die sehr klein ist. Wenn ihr auch Salzstangen mögt, dann kommentiert mit Salzstangen. Ich will jetzt cool sein und muss mir das ausdenken. Wir machen es einfach wie Trump, wir bauen eine Mauer und alles ist gut. Ab! Ah. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh. Mann, das war laut. Warum ist der Ladebildschirm? Geh weg. Da ist bestimmt irgendwas im Hintergrund fertig geworden. Ich kann nicht hier gucken. Nein. Es könnte sein, dass man das hier sieht. Ich werde doch nicht gucken. Wir vergessen es. Und. Oh. Weil, ist das ein Traum? Ich habe keine Ahnung. Halt doch dein Maul. Ich weiß nicht, ich finde das Spiel irgendwie cool. Meine. Der mir das geschickt hat, den Link. Der hat geschrieben, dass das Spiel wohl echt creepy sein soll. Ich denke einfach vom Aussehen her. Geh weg. Okay, irgendwie ist das schon cool. Muss ich gestehen. Er sagt halt. Es ist creepy. Ich denke, du meinst es, weil es einfach so aussieht. Vielleicht auch. Siehst du, the end. Das ist sehr schön. Vielleicht meinst du, weil es einfach. Play again, du kannst es nochmal spielen. Nein, darauf verzichten wir. Du meinst es einfach, glaube ich, wegen den Sounds und so. Aber ich fand es wirklich schon ein bisschen creepy, so vom Aussehen her. Also, es war echt cool. Ein saugeiles Spiel, Leute. Das kann ich euch nur empfehlen. Den Link, den man mir geschickt hat, ist von Steam. Kostenlos. The Old Tree. Und ihr könnt da gerne vorbeischauen. Ich hinterlasse euch den Link in den Kommentaren. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. War das ein kleines Video? Ja, es geht einigermaßen. Mal wieder was anderes. Es war ein cooles Game. So ein bisschen klicky-klicky und gutes. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr das Video schaut. Haut rein, macht was draus. Du wirst nie ein Ende geben. Ciao.